So, servus, da bin ich wieder. Jetzt mit. Ich hab mir jetzt das. Da hinten ist ein riesiges. Okay, was macht das? Ist das cool? Teams and creatures. A major design guideline for us. Aha. Die. Das sind also so. Dinge. Ay, cool. Warte mal. A major design guideline for us was to give each level a unique theme. Something that all puzzles, events, and the general atmosphere was built upon. This makes each level a little piece of the story and theme at large. Oh, fuck. And also gives them focus, so the player is not distracted with too much information. Toll. The theme in this level is the strange creatures that lurk in the castle. Ach nee, oder? The player first spots them momentarily in archives, so now is the perfect place to build some fear. There is never any real threat in this level, but it's much darker than any before, and there's a constant pressure with boards creaking in the light. Okay, das reicht mir jetzt schon mal für Informationen von dem Level. Super, wir hören ganz viel Creatures, also Kreaturengeschrei und alles beept und so, das ist ja super, ey. Da hinten ist Blut, das ist immer gut. Und ich habe mir jetzt vorhin mal das Ding angeschaut, die anderen ersten drei Teile. Mit einem Kumpel von mir. A friend of myself. And, wir haben uns so tot gelacht, ich dachte, ich verreck gleich. Oh fuck, die Lampe ist fast leer. Gut, dass das Ding so ist. Ja. Dann gehen wir mal runter, hä? Okay. Ich habe herausgefunden, wenn man das Ganze im Vollbildmodus macht, dann kann man alles lesen, die ganze Schrift und so, da kann man alles schön lesen. Auch was unten steht und so. Also muss ich nicht vorlesen, das ist ein bisschen Ding. Und da oben stand halt gerade, dass das Level viel dunkler ist. Yeah, der war aber gut, ey. Entschuldigung, falls einstört, aber das war geil. Ja, das Level ist viel dunkler als alle anderen. Und ich habe auch die Helligkeit ein bisschen hochgeschraubt. Auf 1, irgendwas. Und dass halt hier viele Kreaturen sind. Viel mehr als sonst. So, was haben wir hier? Ist die Treppe. Da oben ist der Weinkeller. Da ist der Holz. Und da ist. Okay, ich habe keine Ahnung. Wir hören jetzt mal die Introduction an. Hallo. Hallo. I'm Jens Nilsson, co-founder of Frictional Games. I work mainly with the sound, gameplay and event scripting in Amnesia. Ist mir egal. For my commentary in this game, I'll jump back and forth between the topics of sound, puzzle creation and even talk about making this commentary. Okay, das ist mir egal. I'm Jens Nilsson. Das ist mir egal, was der zu sagen hat. Was ist hier? The basic structure of the earlier levels in the game has been built by me. I have not created the models or anything like that. But I have built the levels with the graphics from the artists using our level editor. Okay. This was the very reason for us to create the level editor, as it would allow for the whole team to work on levels, building them from scratch if so needed. For our previous Penumbra games, you could. Okay, das ist mir scheißegal, was er zu sagen hat. Schön. Wo gehen wir jetzt hin, hä? Gehen wir mal da hinten, hä? Und ich muss auch noch kurz anfügen, überall wo eine Flasche ist, ist Blut. Ich habe mir die angehört, die anderen drei Teile. Und alles, was ich gesagt habe, ergab überhaupt keinen Sinn. Das war mal überhaupt nicht geil. Das war ja. Falls Feinde in der Nähe sind, lasst dich nicht von ihm verstecken. Lasst dich nicht von ihm sehen und versteck dich im Dunkeln. Hier ist irgendwo so ein scheiß Feind, glaube ich. Ich heul gleich los, ey. Jetzt geht's aber ab, jetzt geht's aber ab, ey. Ich glaube, hier ist irgendwo so ein Scheißfeind. Ich hab Angst. Ja, am besten mache ich das mit den Kisten, dass er mich nicht sieht. Am besten mache ich Flaschen kaputt und schmeiß Kisten hin und her, dass er mich nicht sieht. Ich habe so eine
Ich habe so eine unglaubliche Scheißangst, ey. Wo soll ich mich denn bitte verstecken? Es sind hier Feinde in der Nähe. Die Laterne ist ja schon aus. Ist da hinten einer? Ich weiß nicht, wo der Feind sein soll. Soll er da sein? Ich bekomme echt einen Herzinfarkt, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, fuck you. Wenn da jetzt was rauskommt, ey. Ah, noch hier. Der sieht mich bestimmt, wenn ich hier so bin, hey. Das sieht wie zögernd blöd. Aber jetzt könnte er mich, jetzt könnte ich versteckt sein, okay. Gut, das muss ich mir jetzt offen halten hier hinten. Am besten drehe ich Kisten rum in der Luft und lasse fallen. Dann sieht mich niemand. Ich habe jetzt bloß ein bisschen. Ich brauche jetzt bloß ein bisschen länger, weil hier anscheinend ein Feind ist. Und ich habe unglaublich Angst vor Feinden, wenn ich keine Scheißwaffe habe. Schaut gut aus. Ich habe keine Ahnung, wo hier der Feind ist. Oh Gott. Oh Gott, hinter mir wird's dunkel. Leck mich am Arsch. Also in meinem Zimmer jetzt. Ich habe ja echt so eine Drecksangst, ey. Das kann ich gar keinem sagen. Warum ist es nicht so wie... Ah, da ist Licht. Da kann ich Lichter machen, da hinten. Warum kann ich das nicht so machen wie in Penumbra? Oh Gott, da kommt irgendwer. Ja. Ja. Ich höre wen. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Jetzt ist es alles sicher. Zünderbüchse. Hilf mir. Ich habe Angst. Unglaublich viel. Es ist dann fast nicht gut, wenn ich hier Licht anmache überall. Weil dann sieht mich ja das Monster oder der Feind. Wie sie so schön gesagt haben, der Feind sieht mich dann. Ich würde mal sagen, ich fange jetzt mit dem Zimmer hier an. Zum Durchgehen, Durchsuchen. Ich habe so Angst. Ist da oben eine Zunderbüchse? Leuchtet es da hinten? Ich schau mal hin. Was ich überhaupt nicht leiden kann, ist ganz große dunkle Level. Hahaha. Und die ganz großen dunklen Leveln, die machen mir echt scheiße Angst. Am besten mache ich hier eine Kiste hin, damit ich da nicht schön vorbeikomme. Am besten mache ich alle kaputt. Alle Flaschennetzer. Okay, ich muss mich entlang schleichen. Ich habe ja so einen scheiß Schiss, hey. Ich schieb das Fass vor mir hin, dass ich nicht auffall. Oh nein, da ist eine Tür davor. Ach, das ist die Tür, wo der... Okay. Das ist die Tür vom Anfang. Wenn meine scheiß Maus hier irgendwie hängt oder so, dann schrei ich lautlos, ey. Weil man auch hier nicht irgendwie so Schritte hört oder so. Okay, hier ist alles... Hier ist blau. Und ich habe was klacken gehört. Das heißt also, dass entweder hier ein Rätsel ist. Oder eine Zünderbüchse. Da, da. Da, da. Hilf mir weiter. Das sage ich jetzt jedes Mal, wenn ich eine Zünderbüchse habe. Weil ich habe nicht mehr viel Öl und deswegen hilft mir auch mein Chemietopf nix. Okay. So. Und. Also da. Dann kann ich hier die... Was ist eine blaue Spur? Ich würde gerne wissen, ob eine blaue Spur irgendwas zu bedeuten hat. Oder was die Spuren überhaupt zu bedeuten haben. Ich könnte mich da hinten verstecken, wenn einer kommt. Okay, also hier ist alles sicher. Was ist das? Orpiment. Was ist Orpiment? Ein Glas Orpiment. Ach, ich muss die Chemikalien erst vorbereiten. Na, das ist ja schön. Alles ist gut, der Kopf dröhnt und Hände zittern. Ist auch gut. Da oben ist eine Zünderbüchse. Ist toll. Ich werde mir später Reime machen. Ja, auf jeden Fall. Ich werde mir später wirklich Reime machen. Die ich dann jedes Mal aufsorgen werde.
Und warum da die ganze Zeit oben Staub zerfällt, weiß ich nicht. Aber ist egal. Oh Gott. Alles ist gut, solange du nicht weitergehst und in deinem Bett schläfst. Ich will nicht schon wieder so ein Scheißmonster sehen. Ich gehe jetzt einfach, ich schleiche einfach die ganze Zeit jetzt. Ist mir jetzt egal, ob es länger dauert. Aber auf jeden Fall, ich komme weiter. In kleinen Schritten, aber ich komme weiter. Das ist doch schon mal ein Vorteil, gell? Ja, sag ich auch. Ist da draußen irgendein Gegner? Also ein Feind, den ich nicht besiegen kann? Nö. Fein. Und was ist da hinten dann? Ach, ein hässliches Buch, egal. Oh, was ist haben? Was ist das? Oh, scheiße. Verwende das Laudium und deinen körperlichen Zustand zu verbessern. Warum ist jetzt da hinten ein Gegner? Hä? Muss ich aber nicht verbessern. Eine medizinische ausgestattete Armschiene, um den körperlichen Zustand zu verbessern und Wunden zu heilen, brauche ich nicht. Warum jetzt in einer Flasche eine Armschiene drin ist, weiß ich jetzt nicht, aber ist ja egal. So, da hinten ist ein Gegner. Entschuldigung. Und was ist das für ein Vieh? Wie, das rennt gleich los, ich schreie jetzt los wie ein Kind, wenn das auf mich losrennt oder so, irgendwas macht. Okay, ich bewege mich. Es geht weiter. Es geht um die Ecke. Okay, und die Tür schlägt einfach so zu, warum auch nicht. Und ich weiß bloß eins, ich will jetzt ganz schnell sterben. Ich hätte zwar Laudium, aber das hilft mir ganz wenig mit meiner Laune. Laune, Laudium. Wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich jetzt da weitergehen? Ich habe einfach Angst. Falls das wiederkommt, das Vieh, was mache ich denn dann, hä? Oder gehe ich jetzt raus? Wo ist das Vieh hin? Warum kann ich nicht über die Bretter gehen? Oh Gott, oh Gott. Ah ja, gut. Ich höre komische Monster schreien, das ist schon mal gut. Boah, ich brauche jetzt einfach ein bisschen länger. Es könnte ja sein, dass das jetzt wieder auf eine Tour geht und dann muss ich mich verstecken, ne? Und das sieht mich bestimmt hier nicht hinter dem, hinter der Kiste. Warum habe ich bloß Licht gemacht? Ich will sehen. Ah, ich kann mich wieder um die Ecke so lehnen. Also ich bin jetzt da vor der Ecke und dann dachte ich mir so, hey, lehnen, yeah. Okay. Am besten schleiche ich, damit er mich nicht hört. Das ist immer gut. So, wo ist jetzt der? Ich sehe ihn aber auch nirgends, weil es so scheiße dunkel ist hier. Ach, jetzt ist die Tür offen. Das ist gut. Das ist nicht gut, aber na gut. Meine Fresse, ich hasse so Gegner und so, das ist überhaupt nicht fein. Dass er könnte sich eine Flasche nehmen und drauf einschlagen oder so, aber das kann er ja nicht, weil er ist ja cool, er muss ja sowas nicht machen, ne? Ich hätte auch da hinten jetzt rausgehen können, also wieder außen rum gehen, aber ich glaube, ich muss dem folgen, oh Gott, ich hab Angst. Ich habe keine Ahnung, wo das Vieh jetzt hin ist. Also schleiche ich einfach mal nach da hinten. Oh Gott, deswegen habe ich Angst, ey. Das ist ja der geile Wahnsinn. Und schleiche mich an der Tür vorbei, die jetzt nicht aufgeht. Gott sei Dank geht die scheiß Tür jetzt nicht auf, ey. Ich weiß, dass er irgendwo ist, aber ich weiß nicht, wo er ist. Und dass die Sicht auch so toll verschwommen ist, das hilft mir auch unmaßstäblich weiter. Eine kleine Info, in 10 Tagen kommt Fable raus. Aber das ist mir jetzt scheißegal, dass in 10 Tagen Fable rauskommt, weil hier irgendwo ein ungeheures Monster ist. Kann ich durchgehen? Yeah, ich kann da durchgehen. Fett, Alter. Aber ich kann nicht wissen, wo das hässliche Vieh ist. Okay, da ist es nicht drin. Da kommt bloß Blut von der Decke, das macht rein gar nichts. Bleib im Licht und versuch weiterzukommen. Okay, mein geistiger Zustand ist unglaublich schlecht. Geistiger Zustand, Punkt, Punkt, Punkt. Also, wirklich scheiße angespannt. Es tropft Blut von der Decke, das macht überhaupt nichts. Ach, da hängen auch bloß Leichen oder Tierkadaver runter, das macht ja nichts. Geht die Tür auf? Oh mein Gott. Bleib im Licht, ja. Sein hässlicher geistiger Zustand ist echt beschissen schlecht, Edzard.